ich habe mich für die Alpha-Pumpe entschieden, weil die Alternativen, die vorhanden waren, eigentlich teilweise zu riskant waren, Infektionsrisiken und so weiter, beziehungsweise auch nicht komplett implantiert wurden, sondern immer irgendwelche externen Aspekte hatten. Und ich habe mich letztendlich dafür entschieden, weil die vollkommen intern ist und alles, was ich darüber erfahren habe, einfach perfekt. Der Patient ist letztlich seit fast 4 Jahren in unserer Behandlung und ist ein wesentliches Krankheitssymptom auch war eben dieser Aszites, der sich gebildet hat und den man dann im Lauf der Zeit immer wieder regelmäßig punktieren musste. Es mussten 2-3 Mal die Woche eben Aszites-Punktionen durchgeführt werden. Wichtig ist in dieser Situation die Patientenselektion, bevor man tatsächlich die Alpha-Pumpe einbaut. Die meisten Patienten leiden sehr stark unter ihrem Aszites. Das heißt, sie haben eine massive Bauchumfangsvermehrung und die Patienten müssen immer wieder zum Arzt gehen für eine Aszites-Punktion, was nicht nur physisch belastend ist, sondern auch psychisch belastend ist. Die Operation selber dauert ca. 40 Minuten bis 60 Minuten und ist relativ einfach durchzuführen. Bei dem Termin zur Implantation kommen die Patienten am Tag vorher und werden am Folgetag operiert. Normalerweise ist der stationäre Aufenthalt nach einer Alpha-Pumpen-Implantation 3 bis 5 Tage. Der Patient wusste von der Pumpe, ich wusste von der Pumpe, Großhadern war so unser Gesprächspartner. Auch dann wurden noch immer wieder die Alternativmöglichkeiten abgewogen gegeneinander, die vielleicht weniger invasiv sind. Letztlich hat die Entscheidung der Patient selber getroffen, dass er das wollte und auch das Risiko in Kauf nimmt und diesen Weg gehen möchte. Die Alpha-Pumpe pumpt den Aszites in die Blase kontinuierlich. Es ist möglich, das zwischen 8 und 22 Uhr zum Beispiel einzustellen. Dann muss der Patient nicht nachts auf die Toilette. Die alltägliche Handhabung der Pumpe ist einfach. Ja. Man muss ein paar Dinge machen, an die man sich gewöhnen muss, wie das Laden der Pumpe. Aber das ist letztendlich so wie Zähne putzen. Das machen sie dann einfach, gar nichts Kompliziertes. Patienten berichten, dass sie deutlich weniger Leidensdruck haben durch den Aszites, der sie vorher immer wieder zur Paracentese gezwungen hat. Bis jetzt kann ich sagen, bin ich sehr, sehr zuversichtlich und sehr froh, dass wir es gemacht haben und bin vorsichtig optimistisch, was die weitere Zukunft angeht. Also ich will sie nicht über den grünen Klee loben, aber ich hoffe, dass er weiter so funktioniert, dass es diesen Benefit bringt. Gut, was hat sich im Patientenleben in Bezug auf die Lebensqualität vor und nach der Pumpe verändert? Das ist eine Frage, die ich jedes Mal beantwortet bekomme, wenn er zu mir in die Sprechstunde kommt. Aus der Sicht des Patienten, sofern er für eine Alpha-Pumpe geeignet ist, bedeutet die Implantation einer Alpha-Pumpe eine Verbesserung der Lebensqualität. Ich sehe einen permanenten Zuwachs an Lebensqualität, an Kraft, an auch Mut, mit der Krankheit zu leben, sodass ich sagen kann, diese Pumpe hat sein Leben komplett verbessert. Was ich anderen Patienten oder potenziellen Patienten, die ähnliche Probleme haben, wobei es egal ist, ob die Erkrankung, wie ich sie habe, vorhanden ist oder nicht, die mit dem Aszites gequält werden, zum Arzt zu gehen, die Pumpe erwähnen und sich wirklich beraten zu lassen und so schnell wie möglich implantieren lassen.